Guten Tag. Guten Tag. Was möchten Sie denn hier? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich wollte zu Herrn Dorian. Und welche Angelegenheit? Privat. Wir sind befreundet. Er ist gerade dort in die Unfälle gegangen. Ja, danke schön. Hallo, Kevin. Oh, hallo, Karl. Na, machst du schon Feierabend? Ja, mach ich. Was wolltest du denn? Ist jemand gestorben? Ich wollte dich fragen, ob du noch was da hast, um mir das Plastinieren noch mal zu zeigen. Na, dann frag mich doch. Was? Spinner. Also, was ist? Hast du was da? Nein. Irgendwie leben die Menschen in der Gegend zurzeit ziemlich gesund. Und die Unfallzahlen sind genauso rückläufig wie die Tötungsdelikte. Tut mir leid. Schade. Und nun? Wenn du willst, können wir ja heute Nachmittag noch was gemeinsam unternehmen. Was zum Beispiel? Wie wär's mit Angeln? Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Angeln. Oh, prima. Ich hole dich dann um 2 ab. Nein, komm lieber so gegen 4. Ich muss noch Fenster putzen und Gardinen waschen. Nur mal mit deiner Putzerei. Oh. Gut, ich hole dich dann um 4 ab. Hast du noch Köder? Nein. Kannst du noch welche besorgen? Ja, kann ich machen. Und was genau? Eine Dose Maden, eine Dose Tauwürmer und zur Sicherheit noch Forellenteig. Aber nimm den weißen mit Glitter, der ist pfennige. Okay, mache ich. Bis nachher dann, ne? Tschüss. Von mir aus kann's losgehen. Ich warte schon 10 Minuten. Ja, entschuldige. Aber du weißt, meine Frau und die Medikamente. Und außerdem habe ich noch die Angelköder besorgt. Pass doch auf, so wie du packst, geht noch die Hälfte kaputt. Stell dich mal nicht so an, setz dich lieber schon mal rein. So, heute Abend gibt's Fisch auf den Tisch. Wenn der so aussieht wie dein Auto, möchte ich davon aber nicht essen. Hallo, kannst du mich noch sehen? Du sag mal, mein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand und kein Krankenhaus, welches steril sein muss. Du kannst in deinem Labor putzen, so viel du willst. Aber lass mich damit in Ruhe. Musik.
Ist was? Nö. Dann ist doch gut. Du sag mal, Kevin. Mal, Kevin. Hör mal auf damit. Wer war eigentlich die geile Braut bei dir vorhin in der Firma, die mich zu dir geschickt hat? Welche geile Braut? Na, die Blonde. Die mit dem kurzen Fummel. Mann, hatte die Beine. Hab ich nicht gesehen. Interessiert mich auch nicht. Mensch, du verpasst das Schönste im Leben. Du solltest deinen Kopf vielleicht mal nicht so tief in deine Arbeit stecken. Weil wir gerade dabei sind. Sag mal, hast du eigentlich eine Freundin? Wir wohnen jetzt schon so viele Jahre nebeneinander. Aber eine Frau habe ich bei dir noch nicht gesehen. Kannst du auch nicht, weil ich keine Freundin habe. Oder bist du etwa eine Schwuppe? Ha! Weißt du, was ich vorhin gesehen habe? Im Angelladen, als ich die Köder geholt habe? 2 Tunden. Und was war mit denen? Die haben miteinander rumgemacht. In aller Öffentlichkeit. Und was ist so schlimm daran? Hör mal, das ist doch nicht normal. Ach ja? Wieso das? Weil die Natur aus guten Grund Männlein und Weiblein geschaffen hat. Nämlich der Fortpflanzung wegen. Und was ist mit Liebe? Liebe? So ein Quatsch! Liebe gibt es nur zwischen Mann und Frau. Sag mal. Warum ergreifst du eigentlich so vehement Partei für diese Scheißtucken? Gehörst du etwa auch mit zu diesem Verein? Was denkst du denn? Komm, raus mit der Sprache. Also? Also was? Was ist? Bist du nun schwul oder nicht? Ja. Und? Mit sowas bin ich befreundet. Du warst es. Nun warte doch. Ich nehme dich nachher mit dem Auto mit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich komm schon nach Hause. Dann eben nicht. Aber sprich mich nie wieder an. Was sollen die Leute im Dorf nur von mir denken? Der Hofmann und die Dorfschwuchtel. Der ist bestimmt auch schwul und nur zum Schein verheiratet. Hörst du? Nie wieder!